Alarm, das Hochzeit überspringen. Also ich habe bemerkt, dass die psychosomatischen Krankheiten und die chronischen Krankheiten hauptsächlich dadurch als manifest waren, das heißt manifest waren, das heißt permanent sich in eine Elendsituation ergeben und andauernd bestehen bleiben, wenn das Konfliktpotenzial nicht aufgelöst wird. Das heißt, wenn Hochzeiten übersprungen werden, zum Beispiel inzüchtig oder selbstsüchtig, mehrere Frauen für einen und mehrere Nachkommen, Generationen für einen, für eine Schicht, für einen Stand und den anderen dafür ermorden oder ins Kindheim unterschieben oder ausquerulieren oder mit Kostenbelastungen vertilgen schließlich, sodass eine Schicht keine Nachkommen hat und ein äußerst böses Leben, also wie eine Hölle, in einer rattenartigen Krankheit, die sich permanent manifestiert, psychosomatisch, geisteskrank, seelisch krank, gemütskrank, und der andere versucht auf Kosten des Nächsten seine Welt und seine Nachkommen im Alleingang parallel zu leben. Und das ist aber schwer, weil der Mensch nicht bewusst queruliert, also der verdrängt wird oder im Begriff ist, zu verdrängt zu werden, sondern durch die Krankheit wird er so belastet, dass er zwar nicht querulieren will, aber dass er dem anderen, der ihn ausbluten ließ und seine Kinder vertilgt hat, nicht mehr dienen kann, verstehst? Auch wenn er es wollte. Aber dann sind alle krank, chronisch krank oder im Altersheim. Also ganze Stadt, alles Altersheim, alles chronisch krank, keine einzige Seele, die glücklich ist. Verstehst? Und das ist das, was die Nobelpreisträger verstanden haben unter Elends Ghetto-Situation Kern mit Umgebung peripher von Ringstrukturen. Also wenn Ghetto Kern durch einen Ring belagert wird, ausgerottet, ausgeratet, verstehst, das ganze Blut herausgezogen und alles, was krank ist, in den Stadtkern, also in den Ghetto-Kern zurückschiebt. Also, das ist auf der ganzen Welt bei Metropolen ähnlich zu beobachten. Zuerst ist die Metropole der Kern einer Großstadt. Und dann, weil es im Kern nur so Autolärm gibt, also Stress gibt, Verkehrseinkaufszentren gibt, sagen sich die besserstehenden Menschen, sie wollen außerhalb der Großstadt einen Ring bauen, wo es ein bisschen Grünflächen gibt, Parkflächen gibt und wo sie sich ein Häuschen und so weiter bauen können und ein bisschen Ruhe finden. Und reinfahren zum Arbeiten tun sie in die Stadt, also zum Rausholen die Kohle. Wo das Krankenhaus ist, wo 200-300 Altersstätten sind, Friedhof, Leichenhäuser, was weiß ich, wo man die Kohle holen kann. Also wo die ganzen Ämter sind, gerecht sind, wo man verdienen kann, verstehst? Und dann wird die Stadt selber tot und der Ring lebt. Aber außerhalb des Rings gibt es dann wieder Strukturen, wo die noch Ärmeren sagen, sie werden da verdrängt, sie haben keine Staatsbürgerschaft, sie gehen hinaus auf Müll halten. Verstehst? Und ernähren sich so wie bioinvasorische Vögel, Raubtiere, von den Abfällen. Und das ist da eine verschiedene Ebene, Verschichtigung, Verschachtelung von Ringstrukturen und Agglomerationen rund um die Kernstadt sozusagen. Und diese ringförmigen Strukturen sind meistens drei Ringe um den Kern, die Impuls, also die einer Konjunkturschwankung unterliegen und aufpulsieren, verstehst? Jeweils. Also von Zeit zu Zeit, wo eine zum Leuchten, zum Schimmer kommt und dann wieder die andere. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn du einen Regentropfen in ein stilles Gewässer hineinplätschern lässt, verstehst? Zum Beispiel, du hast einen Körper und den lässt du fallen, zum Beispiel so, und dann gibt es so ringförmige, konzentrische Impulse, verstehst? Die so
so, so. Und je nachdem, wie das pulsiert, kommt eines einmal zur Geltung und wird das andere ein bisschen gedrückt und umgekehrt. Du musst dir vorstellen, wenn die in diesen Müllhalten wieder zu Kräften kommen sollten, dann gehen sie in den inneren Ring. Und wenn der innere Ring zum Beispiel übersättigt ist, dann sagen die dann, was sollten wir tun? Gehen wir jetzt draußen auf die Müllhalten auch zu diesen oder versuchen wir den Innenstadtkern wieder zu beleben? Das heißt, versuchen wir künstlich, artifiziell, wieder den Stadtkern zu verbessern und rauschen wieder hinein. Dass wir zum Beispiel die Geschäfte reinbringen aus den peripheren Mittelschichten. Das ist immer so ein abwechselndes Geschehen, verstehst? Und wenn da zu viele künstliche Eingriffe erforderlich sind, also von Menschen an gemacht, dann wird das alles ein bisschen ein starres Unterfangen, ein nekrophiles. Weil normalerweise, wenn die Seele, das Gemüt liebend, barmherzig ist, dann gibt es genau eben solche als Konstruktionen, Strukturen, die sich ergeben, aber die fließen sehr gewandt, sehr dynamisch über, verstehst? Diese konzentrischen Impulse, einer gibt den anderen, also wie einen Herzschlag, einen Matrikelschlag, einen Ventrikelschlag, dem Impuls weiter und er nimmt den an und gibt ihn wieder weiter und gibt zurück und so weiter. Aber wenn das artifiziell gesteuert werden muss, durch Eingriffe der Hoheitsgewalten, des Stadtrechts, des Landesrechts, des Bundesrechts, des Europarechts und jederzeit irgendwie Phasen verschoben, fremdgetriggert, eine Woge die andere behindert, anstatt den Impuls weiterzugeben, Kontraimpulse, also phasenverschobene, antizyklische sich ergeben, dann wird es ein schwerfälliges, anratterndes System, wo jeder an dem anderen keinen Gefallen findet, sondern sogar einen Niederschlag erfährt, verstehst? Zum Beispiel eine Beerdigungsstätte, eine Kirche und eine, nicht Vergasungsanlage, wie sagt man, Verbrennungsanlage, in normalem Umfang ist ja sehr notwendig, was du brauchst, verstehst? Wenn zum Beispiel, wenn ein Tod eintritt, dass du alle infrastrukturellen Betriebe hast, die das dann können in die richtige Bahn lenken. Wenn das aber übermäßig, Servus Mikrokirk, wenn das übermäßig betont ist, sodass der Mikrokirk wartet, der gerade das vollendet, das Medizinstudium, Fachstudium, bis jemand krank wird und die anderen warten, bis der Kranke gestorben ist und der andere wartet, er will Einkunftsquellen, dass er eben einen Sarg verpassen kann und der andere wartet schon darauf, dass er ihn beerdigen darf, der andere wartet, dass er ihn verbrennen darf, endlich, der andere wartet darauf, dass er endlich seinen Kranz verkaufen darf. Und wenn die schon direkt warten, sozusagen, dass der andere ausgetrickert, also niederfällt, vom Arbeitsverlust bis zum Selbstmord, bis zur Mikrooperation, Reanimation, bis zur Sargstelle, bis zur Verbrennung, bis zur Bekranzung und bis zur Halleluja-Gesang, verstehst? Dann ist das nicht mehr gesegnet, diese Strukturen, sondern ist es wie gotteslästerlich, verstehst? Dann kann man nicht mehr sagen, dass es halt der Lauf des Lebens sei, sondern es wird zum Tode getriggert, in die Nekrophilie, verstehst? Also dann hat das normale Ausmaß des Gesunden überschritten. Dann schaut das so aus, das Blumenbett. Also stiefmütterlich hinweggetriggert und alles wieder leer. Und Frucht keine zurückgelassen. Kein Kind lebt, im Schwimmbad nichts drinnen, kein Gaststätte, kein kulinarischer Genuss, nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Geschlechtlichkeit, keine Vermählung, kein Nachwuchs, keine konstruktive Tätigkeit, kein Welthandelsprodukt.